können. Weißt du was? Ich mach trotzdem jetzt einfach die mystischen Säulen schon mal. Nee, warte mal, ich hab's ja auch gleich, hoffe ich. Du musst auch den Dings richtig stehen haben. Ob ihr wirklich richtig steht und so. Ja, also, das ist mir schon klar. Dass ich den Dings richtig stehen haben muss. Ja. Also, ich kann dir so viel sagen. Das ist so, gewesen. Der. Spaß dir. Die. Zeit für die Lösung. Oh, schön. Oh, es gibt doch nichts Besseres als ein anspruchsvolles Rätsel wie dieses. So, dann kann ich ja schon mal mit dem nächsten anfangen. Das Bild. Oh, und jetzt, ja, hier, mystische Säulen 2. Warte. Die mysteriösen Säulen sind wieder da. Wie zuvor setzt sich eine seltsame Maschinerie in Bewegung, sobald alle Pfeile zur Mitte zeigen. Angela und der Professor müssen auf Schalter treten, um die Säulen zu drehen. Der Mechanismus funktioniert aber nur, wenn zwei gegenüberliegende Schalter gleichzeitig aktiviert sind. Außerdem darf kein Schalterpaar direkt zweimal hintereinander aktiviert werden. Hilf ihnen, das Rätsel zu lösen. Gucken wir erstmal, was macht. Das kann ja jetzt wieder nicht so schwer sein. Okay, die drehen sich jeweils um so viel Grad. So. Oh, scheiße! Was? Hast du schon? Nee. Am besten ist... Warte mal, gibt's dann im Grunde nur 4 Schalterpaare? Also drehen die sich alle bloß... Boah, Leute. Ja, gibt's. Oh. Schick. Das war jetzt ähnlich wie in der Story etwas enttäuschend. Ja. Weil einfach. Ja, ich sehe schon. Wie? Schon? Ja, schon. Du willst mich verarschen. Doch. Wie viele Schalter hast du gedrückt? 6 oder 7 vielleicht. Boah, ey. Weiß nicht mehr. Das gibt's nicht. Bravourös, wer eine Kopfnuss wie diese lösen kann, der ist jedem übersinnlich mysteriösen Ruinenrätsel gewachsen. Ehrlich gesagt hatte ich gerade noch versucht, also es hat sich ein bisschen zufällig von alleine zusammengefügt, bevor ich es überhaupt wollte. Ja, und was war's? Weiß ich nicht, irgendwas oben habe ich ein paar Mal und rechts ein paar Mal gedrückt. Oben ein paar Mal und rechts ein paar Mal? Dann irgendwie noch eine Diagonale mal zwischen rein. Dann mach mal oben und rechts erstmal. Gratuliere, du hast alle 15 Aufgaben des Professors gemeistert. Das Bild. Henry jetzt als Erwachsener mit dem Roboter in der Hand. Ey! Spoiler mir nicht alles! Der kam nie vor, dieser Hund. Scheibenkleister, ich hab 2 in Richtung Mitte zeigend. Ich will wissen, wie das ging! Tipps, mal gucken. Selbstverständlich drehen sich die Säulen diesmal anders als im letzten Rätsel dieser Art. Experimentiere zunächst ein wenig und schau, was passiert. Ach ja, und findige Knobler können dieses Rätsel in nur 6 Zügen lösen. Und du hast das wahrscheinlich aus Zufall. Ja, weiß ich nicht mehr. Wahrscheinlich. Insgesamt stehen zwar 8 Schalter zur Verfügung, doch da sie immer paarweise bedient werden, reduziert sich hier die Anzahl an Optionen in der Praxis logischerweise auf 4. Ja. Studiere die Bewegungen der Säulen und überlege dir, welche Schalter zu betätigen sind. Diesmal sind mehr Züge erforderlich. Ach. Also wird dir blindes darauf losraten wenig bringen. Übrigens, ja genau, weißt du, was ich mir als letztes Rätsel auch gerne gewünscht hätte? Nee. Pizza Pazza. Ach so. Die Teufelspizza. Diavolo. Pizza Diavolo. Genau. Und die hat ja genau 2200 Stücken und die müssen alle richtig rum sein. Naja, dieses gut. Rätsel das kann ist auf... auch nicht viel schwerer wahrscheinlich. Ja. Dieses Rätsel kann auf 4 verschiedene Arten gelöst werden. Hier eine Faustregel. Von den beiden diagonal gegenüberliegenden Schalterpaaren sollte nur eines betätigt werden. Das andere kann getrost und ruhig gelassen werden. Der Schalter oben muss 2-mal betätigt werden. Der Schalter rechts 3-mal. Dann fehlt nur noch ein Schalter und das Rätsel ist geknackt. Ja, das ist ja jetzt simpel dann. Mit dem letzten Tipp. Richtig. Und da kann ich dir auch jetzt inzwischen sagen, welcher. Oben und rechts, hat er gesagt. Welches geht 3-mal? Das rechts geht 3-mal. Na, machen wir das gleich zuerst. Schwupp. Und oben. Und rechts.
und oben und rechts. Vor allem hier kriegst du wirklich beim letzten Rätsel einen Tipp. So, und jetzt müsste eigentlich nur noch... Welches Diagonale war jetzt das, was die beiden oben und unten dreht? Mach mal unten links. Nee. Mach mal. Ich wollte es nicht gespoilert kriegen. Hätte ich es falsch gemacht, hätte ich halt nochmal alles neu machen müssen. Es sind ja nur 6 Züge. Ich habe ja darauf spekuliert, dass du mir nicht glaubst und ausgerechnet das andere Diagonalenpaar nimmst. So blöd bin ich langsam nicht mehr. Bravourös. Ja. Ist Ruinenrätsel gewachsen, hast du ja gesagt. Das war jetzt irgendwie für ein letztes Rätsel ziemlich ermunternd. Stell dir mal vor, wir hätten da nochmal so eins gekriegt wie beim vierten Teil. Ja, wir haben es geschafft. Wir konnten sogar Tipps nehmen und haben es geschafft. Und dann auf einmal zweiter Teil. Ja, das war mies. Ey, und wir haben diesmal keinen Walkthrough gebraucht. Gar nicht. Stimmt, gar nicht? Naja, bis auf diese eine Stelle im letzten Roboter-Rätsel-Bonus-Ding. Aber das zählt nicht. Das hätte ich auch so geschafft irgendwann. Ach ja, stimmt. Ja. Das war meine Sache. Das war mein Privatzeug. Und Hasentheater haben wir mal gemacht. Oder? Ja, ich glaube schon. Haben wir? Ja, ich glaube, oder? Ich weiß nicht, ob wir... Haben wir? Ach, was weißt du nicht? Ach, pff, Hauptsache wir haben... Haben wir nicht. Das war auf jeden Fall das Let's Play mit dem wenigsten Walkthrough Gebrauch aller Zeiten bei uns. Und dem wenigsten Basteln. Also mit... Ja, und dem wenigsten Basteln. Das können wir uns fürs 6. Mal aufheben. Da sehe ich dich wieder. In echt. Und dann nehmen wir zusammen auf, sitzen nebeneinander, quatschen blöd. Ach, es wird so schön sein. Wir werden uns Tee und Orba machen. Oh, herrlich. Ja, und nee. Ein Kirschlikör für die Mario Party Runde. Kirschlikör, wer ein Rätsel schneller löst, aber ein Trinken gerne. Das Problem ist, wer da einmal verloren hat, der hat es schwerer, wieder auf die grüne Bahn zu kommen. Nee, wer ein Rätsel schneller löst, sage ich, der muss ein Trinken. Ach so. Um es auszugleichen, das ist eigentlich mal eine geile Idee. Chancengleichheit, aber nee, Trinkspiel können wir nicht machen in so einem kinderfreundlichen Let's Play, wie wir es machen. Oh, weißt dann du, was wir jetzt das noch einfach machen aus und unsere Bewusstseinszustände schwanken halt dann rein zufällig gerade. Gratuliere, du hast alle 15 Aufgaben des Professors gemeistert, ja? Oh, ist das süß, das Bild. Wer ist denn der Hund? Der Hund? Kommt nie vor. Doch, das ist Dalstons Hund. Echt? Weiß ja, wie hieß der noch gleich? Ich weiß nicht mehr, wie der hieß, aber der war... Ja, das ist Dalstons Hund. Der knurrt doch so übelst. Der heißt wahrscheinlich Gaufzi oder so. Gaufzi. Hannibal 2. Nach dem großen Tiger benannt. Damit hast du alle Rätsel dieses Spiels gelöst. Eigentlich darfst du dir jetzt auch einen Zylinder aufsetzen. Okay! Ha! Fertig. Oh Mann. Vorerst jedoch diese kleine Belohnung hier. Du hast zusätzliche Profile und Galeriebilder freigespielt. Viel Spaß damit. Außerdem findest du noch einiges mehr, mit dem du dich vergnügen kannst. Emmy. Luke. Aber Herr Professor, das tut weh. Gehen Sie von meinem Fuß. Durchstöbere doch mal den streng geheimen Bereich und versuche dich am Rätsel des Tages. Viel Spaß mit den Extras. Na, ich würde ja gerne die Geheimtür aufmachen, aber ich habe auf diesem 3DS noch keinen Ruf des Phantoms Spielstand. Und es gerade auch nicht zur Hand. Ah. Das hätte man wissen müssen. Ich kann ja mal demnächst bei mir nach dem Code gucken, weiß nicht, ob das immer der gleiche ist. Nee, ist es nicht. Das ist ja also. Das Problem. Das wird irgendwie anhand der XY-Mac-Adresse oder so. Ach so. Bestimmt. Okay. Aber das kriegen wir noch hin, das mache ich noch. Ich hole mir meinen Ruf des Phantoms wieder und dann klappt das. Okay. Jo, dann sind wir ja fertig. Nee, streng geheim, wollen wir noch ein bisschen uns was angucken? Ach so, also gut. Die Stimmen? Ich bin jetzt übrigens schon eine Stunde überfällig. Allerdings, Montador wird von vielen die Stadt der Wunder genannt. Oh, da gibt's auch die Stimme von Bronjev. Der Garten der Genesung, die Stadt der Harmonie. Nur das Letzte fehlt uns noch. Ja, schön. Ja, das ist jetzt natürlich Quatsch, weil ich höre es ja nicht. Du hörst es nicht? Ja, ich höre es ja nur bei dir, meine ich. Ach so, ja. Nee, dann machen wir mal Profile. Habe ich dich jetzt kurz geschockt gerade? 3D-Profile, 2D-Profile, cool. Sind die anders?
Ja, die 2D sind die gezeichneten und die 3D die Ingame-Dinger. Wollen wir die gezeichneten angucken? Okay, warte. Weil die in 3D, die sehen einfach nicht hübsch aus. Vor allem, Steht auch der gleiche Text drin, habe steht ich der gerade. gleiche Text, habe ich auch nachgeguckt. Also, fang du an. Die Passion des perfekten Gentleman Herschel Layton ist das Rätsellösen bei einer guten Tasse Tee. Serviert von. Wo ist er? Da ist er, Henry. unten. Zum hochrenommierten Archäologieprofessor wurde er nur durch die Leidenschaft seines Schulfreunds Randall, der ihn einst für Archäologie begeisterte. Luke, des Professors selbsternannter Lehrling, ist ein aufgeweckter Knabe, der den ganz Großen im Rätsellösen in nichts nachsteht. Sein Talent, mit Tieren zu sprechen, hat ihm bereits bei so manchen Abenteuer geholfen. Mit seinen 11 Jahren hat er noch einiges zu lernen. Emmy, die Assistentin des Professors, ist eine kecke junge Dame. Ihre brillanten Kampfkünste ergänzen ihr Köpfchen auf erstaunliche Weise. Ihre Kamera griffbereit, ihr Körper flirtbereit, kommt ihr jedes Abenteuer gerade recht. Hinter ihrer kernigen Art steckt aber auch eine zarte Seite. Jean? Jean, nein, jene. Ach, jene! Ah! Tragas. Ja, genau, das ist genau der Effekt. Jean, die sich diesem Mann in den Weg stellt. A Billie Jean is not my lover. Oh, also nochmal, jene, die sich diesem Mann in den Weg stellen, spielen mit ihrem Leben. Des Cole ist ein eiskalter, ach, Wissenschaftler, der Menschen unbarmherzig wie Puppen manipuliert. Er zeigt großes Interesse an Archäologie und hat Randall mehr als einmal für seine Zwecke benutzt. Oh, wie hat er das denn gemacht? Fragt Emmy. Clem Crosky ist ein heißblütiger Inspektor bei Scotland Yard, ein muskelbepackter Forscher und Ermittler. Weißt du, er ist Forscher und Ermittler. Nein, und Forscher-Ermittler. Aus Leidenschaft, der sich manchmal einen Funken zu energisch für einen Fall einsetzt. Er lebt getrennt von seiner Frau, was er unbedingt verbergen will. Und er hat ein riesen Brusttattoo, was er nicht unbedingt verbergen will. Oh Oh, wir haben Mann. Hier 260 Figuren vor uns. Oh, macht doch nix. Ich hab Zeit. Ich nicht mehr so, aber mach hinne. Eine Hellseherin namens Mysterella, die sich um zurückgelassene Rätsel unserer Helden kümmert. Irgendwem sieht sie ähnlich, also, aber wem nur? Diese Person kennen wir noch nicht. Ihre Maske soll ein über alle Maßen attraktives Antlitz verbergen, aber bisher konnte das leider niemand bestätigen. Obwohl schon viele unter ihre Maske gucken konnten. Der war ich Der auch, warst du oder? auch. Ja. Roland, der Vater des Professors, trägt einen Vollbart, der seinen Charakter perfekt unterstreicht. Was ist das? Was heißt das? Bärtig. Oh. Fragt mal Nordmann. Genau. Dieser scharfsinnige und stille Herr hat eine heimliche Schwäche für Abenteuer. Vor etlichen Jahren hat er sogar einige Fälle auf eigene Faust gelöst. Mit eigener Faust. Damals war er so alt wie sein Sohn heute. Damals war er so alt wie sein Sohn damals auch war. Und jetzt müssen wir rauskriegen, wie alt war der Vater. Nee, wie alt ist Herschel jetzt? Nein, wie alt ist der Vater jetzt? So. So alt wie Herschel. Jetzt bist du. Ja. Lucille ist herzensgut und kümmert sich sehr um ihren Sohn Herschel. Und zudem ist sie eine glänzende Köchin, was einen jeder im Ort sofort bestätigen kann. Sauberkeit ist ihr heilig. Und so kramt sie ständig Dinge unter dem Bett ihres Sohnes hervor, auch die Heftchen. Das Erscheinen dieses maskierten Schurken in Montedor war so abrupt wie wundersam. Den Professor konnte er jedoch nicht täuschen. Dieser durchschaute den Scharlatan und seine Tricks. Das größte Wunder ist wohl, wie er so lange diese stickige Maske tragen konnte. Hinter der Maske verbarg sich niemand anders als Randall, der alte Freund des Professors. In dem Glauben, verraten worden zu sein, befand er sich auf einem Rachefeldzug gegen Henry. Er hat jedoch sein gutes Herz nicht verloren und seine Freunde auch nicht.